So, wir sind ein paar Stunden hart gebouldert und ich will eigentlich jetzt nur Pizza mampfen und ein Kaltgetränk zu mir Ja. nehmen. Aber Stefanie meint, wir haben noch irgendwas vor. Was hast du denn mit uns vor? Wir machen auf jeden Fall jetzt noch einen Cooldown. Das ist der beste Moment, jetzt noch was zu machen, damit du dich schneller regenerierst und morgen keinen Muskelkater hast. Okay, nach dem Klettern ist ein sehr guter Moment, um nicht nur die Unterarme zu dehnen, sondern auch die Schultern ein bisschen zu lockern, den Rücken zu entspannen und was für die Beine und die Hüfte zu machen. Und zwar lasst uns zuerst eine kurze Vorwärtsbeuge machen. Die Zehen sind gut gespreizt und schaut, dass die Füße gerade nach vorne schauen. Genau. Hände mal an die Hüften, rollt die Schultern zurück, damit wir richtig mit langem Rücken runtergehen und beugt hier jetzt auch schon mal die Beine, wenn ihr runtergeht. Dann lasst die Arme nach vorne sinken und bewegt den Oberkörper mal ein bisschen hin und her zuerst. Und die Beine, die dürfen jetzt hier die ganze Zeit leicht gebeugt bleiben. Ihr habt dann immer noch hier die Dehnung drin. Schaut, dass der Nacken lang ist. Der Kopf darf richtig nach unten sinken, damit auch da Verspannungen sich lösen können. Okay, dann kommt hier zurück zur Mitte, bleibt noch mal kurz in der Mitte und beugt auch hier wieder die Beine, dass der untere Rücken ein bisschen länger wird. Genau. Dann Bauch leicht einziehen und kommt mit dem Oberkörper wieder lang nach oben. Streckt die Arme lang nach oben, macht euch ganz lang und zieht abwechselnd mal so ein Handgelenk, eine Seite, bisschen länger. Ihr könnt gerne hier auch ein bisschen mehr zur Seite gehen mit dem Oberkörper. Und dann die andere Seite, so dass hier auch die Seiten ein bisschen was von der Länge mitbekommen und dass wir uns morgen hier noch den Pulli über den Kopf ziehen können. Okay, und lasst die Arme nach unten sinken und lockert den Oberkörper noch mal ein bisschen. Machen hier jetzt noch einen leichten Hüftöffner. Schaut mal, wie es funktioniert für euch vom Gleichgewicht her. Wir gehen dafür leicht in die Knie und geben hier jetzt mal den linken Knöchel auf den rechten Oberschenkel. Fußspitze so richtig ranziehen, flexen. Ja, das ist wichtig, damit das Knie hier stabilisiert bleibt. Und dann könnt ihr, wenn ihr den Raum habt, gerne noch ein bisschen mehr nach unten gehen. Ja, und hier entweder die Hände so zusammengeben, Schultern zurück oder gerne auch die Arme eher nach hinten. Das tut auch gerade nach dem Klettern gut für Vorderseite, um hier ein bisschen mehr Weite zu schaffen in den Schultern. Und ihr merkt, je tiefer ihr sitzt, ja, desto mehr öffnet sich hier längs die Hüfte. Wichtig ist nur, dass sich das Knie gut fühlt. Ja, sehr gut. Andere Seite. Jetzt kommt mal auf alle Viere und gibt die Knie hier so hüftbreit auseinander, die Hände unter die Schultern oder kleines bisschen weiter nach vorne. Und hier ganz wichtig, spreizt die Hände gut, damit das hier nicht nur aufs Handgelenk geht, sondern dass ihr hier wirklich großflächig die Hände nach unten gibt und hier gut belastet. Und dann rundet abwechselnd hier mal den Rücken in die Katze und dann biegt den Rücken leicht durch in die Kuh. Ihr könnt hier ganz frei atmen, also so wie es für euch jetzt passt, entweder in der Kuh einatmen oder in der Katze einatmen. Und die Zehen hinten, die könnt ihr entweder aufgestellt lassen oder die Fußrücken auch ablegen. Und von hier aus machen wir eine richtig wohltuende Drehung. Die sieht ein bisschen zerstört aus, aber die ist eine unserer Lieblingsübungen. Und zwar mit dem rechten Arm gehen wir unter den linken Arm hindurch, bis die rechte Schulter unten ankommt und der Kopf. Und die linke Hand kann entweder hier so aufgestellt sein, der Arm gebeugt oder auch lang. Also je nachdem, ob ihr mehr die Länge schaffen wollt. Sehr gut, genau. Schaut, dass die Hüften so auf einer Höhe sind. Schiebt die linke Hüfte ein kleines bisschen zurück. Genau. Und die Atmung ist hier ganz ruhig und entspannt. Dann zieht die linke Hand langsam ran und kommt hoch. Seitenwechsel. Und gibt den linken Arm unter den rechten, bis der Kopf, die Schulter unten ankommen. Rechter Arm entweder gebeugt oder nach vorne gestreckt. Und dann zieht den Arm langsam wieder ran, wenn er nach vorne gestreckt war. Und macht nochmal ein bisschen Katze-Kuh zum Lockern und zum Neutralisieren.
Jetzt letzte Übung, die Cobra, um die Schultern ein bisschen zurückzubringen, die Vorderseite zu dehnen. Wir gehen auf den Bauch und geben die Hände hier unter die Schultern, Schulterblätter zusammen und die Ellbogen gehen zurück. Könnt ihr euch leicht nach oben heben, die Beine bleiben kräftig angespannt. Gebt die Ellbogen noch ein bisschen enger zusammen. Und genau, ganz wichtig, nicht so arg nach oben schauen, weil es den Nacken dann wieder zu sehr verspannt. Sondern schaut, dass der Nacken lang bleibt. Die Atmung ist hier ganz frei. Und ihr könnt selber schauen, wie weit ihr nach oben gehen wollt. Ja, je weiter ihr nach oben geht, desto stärker die Dehnung in der Vorderseite. Je weiter unten ihr bleibt, desto mehr arbeitet hier der untere Rücken. Hat auch Vorteile, gerade bei vielen Überhängebouldern kann es manchmal sein, dass der untere Rücken ziemlich zieht, weil der nicht stabil genug ist. Okay, wir kommen langsam wieder hoch. Und als Ausgleich danach bietet sich das wieder an, so den Oberkörper ein bisschen zu lockern, den Kopf zu lockern. Und hier, wenn ihr merkt, dass die Unterarme noch ein bisschen mehr Dehnung gebrauchen könnten, dann könnt ihr auch die Finger zu euch drehen, wenn es nicht zu arg ist. Ja, ansonsten so zur Seite vielleicht. Oder eben, wie gesagt, Finger zu euch und dann nach einer Weile vielleicht wieder wechseln.